Ja, ich teste hier schon wieder seit über einer Stunde an diesem Spot rum. Und was soll ich sagen? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also raus hier mit dem Brocken und mal gucken, was dieses Mal dran ist. Was Seltenes, was Normales, was, naja, Freakiges. Okay, der war noch nicht so häufig hier, aber was jetzt hier die ganze Zeit immer mal wieder reingeht, sind zum einen Barben. So. Barben. Und zum anderen seltene Kois. Das ist nicht so schlecht. Also es geht hier nicht wahnsinnig viel. Die Frequenz ist so alle 5 bis 10 Minuten irgendwie einen Fisch. Aber das, was halt reingeht, sind eben hier die Kois. Das hier unten sind die anderen, war ein anderer Spot. Aber das hier oben sind, wie gesagt, Barben. Und das alles hier auf Kaviar. Einfach nur Kaviargelb hier unten an der Stelle. Ich habe allerdings auch eine Barben-Futtermische mit Kaviar reingeballert. Und dann triggert es hier die Barben. Und das Schöne ist ja, wir haben ja hier die Barbe in der Trophy-Liste vom Kupfersee. Barbe, da oben ist sie drin. Heißt also, wenn wir hier schön auf die Trophys gehen, wenn wir hier schön den Ehrenfischer machen wollen, irgendwann mal, dann wäre das doch hier schon mal eine Möglichkeit, hier auf Barbe zu gehen. Oder eben auch mit noch gänzlich anderen Aromen. Vielleicht sowas mit einem Krebsschwanz oder so. Oder mit Muschelfleisch. Also verschiedenste Möglichkeiten hier an der Stelle. Wenn wir doch jetzt schon mal wissen, dass die hier ist, die Barbe, ist das doch schon mal nicht so schlecht. Vom Setup her völlig simpel hier an der Stelle unterwegs. Und zwar gucken wir mal eben rein. Hier ist es. Also einfach nur Maiskorn in Gelb. Ich habe hier nur einen 4er-Haken. Wenn wir jetzt aber genau wissen, hier geht vielleicht ein bisschen mehr die Barbe, können wir auch bestimmt mal auf den 1er-Haken gehen. Warum auch nicht? Aber erstmal für die Allgemeinheit und zum Testen. 4er-Haken war bisher gar nicht so schlecht. Ich bin ja auch mit monofiler Schnur unterwegs. 15 cm diesmal hier nur. Also relativ knapp über dem Boden. Trotz allem eben mit dem Kunstmais Pop-up, also auftreibend, steht quasi da jetzt der Mais so ein bisschen über dem Schlamm auf dem Untergrund. Dann, ja, das ganze andere hier auch, alles eben auf Maisgelb, 4er-Haken, also da kein Unterschied. Dreimal das Ganze. Und das Ganze eben hier auch dann mit Futtermische, und zwar Kaviar. Futtermische, hier unten ist sie, Barben, Futtermische, Kaviar, Sonnenblumenkern, Basis, Lehm ist mit drin, das heißt, das Ganze ist wieder ein bisschen kompakter, das Ganze wirkt auch deutlich länger, 27 Stunden haben wir oben stehen und es ist eben dann nochmal optimiert auf Kaviar, also beides mal diesen schwarzen Feed Pellets Kaviar mit drin und Kaviar eben auch noch als Aroma. Ansonsten sind das eben hier auch die Aromen für die Barbenmische. So, die benutzen wir und wir wollen ja hier gar nicht so weit raus, deswegen nur halb aufladen und bei halb aufgeladen sind wir ungefähr bei 10 Meter. Ne? Wenn wir ganz aufladen, volles Matt, hoppala, so, dann fliegt das Ganze ja knappe 20 Meter und ja, halb aufgeladen, also gut 10 Meter oder knapp 10 Meter. Und das reicht. Also 10 Meter Clip auch gestellt und dann einfach nur hier vorne hin. Schon erkannt, wo wir hier sind? Na, kennst du dich schon aus? Am Kupfersee. Es ist ganz unten der Bereich. Hoppala, hier hin. Und zwar hier unten der letzte Anleger. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist aber hier auch eine ganz interessante Area. Einfach hier vorne dieser Bereich. Also, hier haben wir verschiedene Kanten, verschiedene Tiefen und solche Kantengebiete sind halt immer interessant, weil halt gerne mal an diesen Kanten rauf, runter, in diesen verschiedenen Höhen immer mal wieder gerne Spots sind, wo sich die Fische aufhalten. Und ich gucke nochmal, dass wir die Schnur hier so einigermaßen treffen. Ja, ne? Also, in die Richtung hier geht es.
Und es ist also ziemlich genau hier in diese Area. Also das passt doch schon ganz gut. Ich werfe mal jetzt einmal ein bisschen weiter links vom Setup. Also auch hier so knapp halb aufladen. Locker rausgeworfen. So, Schnur gestrafft. Ja, und dann heißt es hier stehen und warten. Grundsätzlich ist es hier wieder nichts für eine super hohe Frequenz. Aber was mich halt überrascht hat, sind einfach hier direkt die Kois, ne? Also das ist schon richtig, richtig nice. In einer wirklich guten Frequenz. Gut, das ist jetzt hier alles schon einige oder fast eine Stunde jetzt her. Aber innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 5 Minuten hier, diese 3 Brocken, dann ballern hier auf einmal noch die Barben rein. Also das ist so schon mal nicht so schlecht. Und dann auf einmal nochmal hier der Kohaku auch noch mit reingegangen, 2. Mal. Also das ist an für sich schon mal nicht so ganz verkehrt. Die Anzahl der seltenen Fische hier an der Stelle, die ist schon ziemlich geballt. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Und da piepst es direkt weiter, jawohl. Und er ist dran, sehr gut. Na, und da kommt der nächste Kandidat. Also, so viel zum Thema, der nächste Kohaku. Also, das sieht hier, glaube ich, doch schon mal richtig, richtig gut aus. Ach genau, hier ist einmal Tintenfisch. Nee, Kaviar, nicht Tintenfisch. Hier ist Kaviar rot, die anderen sind Kaviar gelb. Also, einmal rot, 2-mal gelb. Aber auch Tintenfisch, schon wieder, Alter, ich verwechsel das die ganze Zeit, ne? Letztens schon die falsche Futtermische reingeschmissen. Kaviar rot scheint auch zu funktionieren. Also testen, testen, testen. Ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Also in dieser Stunde hier von gar nicht so vielen Fischen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit einem Seltenheitshäkchen oder sehr selten Häkchen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt heißt es natürlich, nochmal ein bisschen optimieren. Was kann man machen? Welche Köderkombi können wir noch nehmen? Welche Hakengrößen, Boilies und so weiter? Oder einfach noch mit Pellets? Ich glaube, Pellets wäre, glaube ich, auch eine durchaus nochmal sinnvolle Sache, vielleicht einfach hier auch komplett auf Grund zu gehen, wenn wir eher die Barben haben wollen und dann ja auftreibend an der Stelle, wenn wir dann vielleicht doch die Kois haben wollen. Tja, so viel dazu. Ich glaube, wir haben alles, ne? Spot ist da, also unten auf der Map, kurz hier runtergelaufen, Setup ist auch klar, Futtermische ist klar. Jetzt heißt es nur noch testen, Geduld haben. Ihr seht ja, die Frequenz ist nicht wahnsinnig hoch. Aber das ist schon ziemlich krass. Wetter ist recht gut gewesen. Also Wetterbedingungen passen. Relativ warm hier die letzten Tage. Also das passt soweit. Ja, von daher nachmachen, testen, berichten. Einfach mal kurz ins Discord schreiben, wie und wo das geklappt hat. Wir haben ja einen extra Bereich im Discord. Link zum Discord unter dem Video. Also ein extra Bereich zum Kupfersee. Da zuppelt es wieder los auf den roten. Ich würde sagen, den gucken wir uns noch eben an hier. Ist er dran? Er ist dran. Na? Irgendwas ganz Lüdes. Ja, klar. Einer muss ja nochmal reinspucken am Ende, damit man auch merkt, okay, hier gibt es auch noch normale Kandidaten. So, nun reicht es aber. Petri und Lümmels, rausziehen hier die Brocken. Und ich bin gespannt, was bei dir reingeht. Einfach mal berichten. Wie gesagt, gerne auch unter das Video schreiben, was bei dir so reingegangen ist. Oder dann eben im Discord den Beitrag posten. Und ich werde hier noch weiter testen. Einfach schön halb AFK hier sozusagen rumstehen und hoffen, dass hier noch was Gutes reingeht. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr. Petri.